Ja, ob ich noch mal den Vers 30 machen könnte. Ich war dann, ja. Ich wiederhole also noch mal Vers 30, weil er so schön war. Dort steht: Ohne Weisheit, nur mit den fünf anderen Parameters, ist es unmöglich, vollkommenes Erwachen zu erlangen. In Verbindung mit den Methoden, jene Weisheit zu kultivieren, die frei von der dreifachen Fixierung ist, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Ich wiederhole nochmal Weisheit. Ja, obwohl, das habe ich gar nicht letztes Mal erklärt, aber Weisheit nennt man wie den blinden Führer. Die Weisheit ist die Fähigkeit in uns, die den Weg kennt. Die anderen Parameters, Freigebigkeit, heilsames Handeln, Geduld und so weiter, und sind blind ohne Weisheit. Es ist die Weisheit, die weiß, wie wir aus dem heilsamen Handeln eine wirklich befreiende Praxis machen können. Und wie das genau geht, das sagt dieser zweite Satz, wo es heißt, in Verbindung mit den Methoden, damit sind die anderen fünf Parameters gemeint, das ist hier mit Methode gemeint, also Freigebigkeit, Sila, manchmal Disziplin übersetzt, heilsames Verhalten, Geduld, freudige Ausdauer und meditative Versenkung sind Methoden des Erwachens. Aus dieser Sichtweise sind Ausdrücke des Mitgefühls, sind ein Hineinwirken in die Welt, was begleitet sein muss von Weisheit. Und die Weisheit, die wirklich erwachend, erweckend wirkt, das ist die, die frei von der dreifachen Fixierung ist. Die zweifache Fixierung, die kennen wir alle, das ist Subjekt-Objekt, also frei von Ich-Bezogenheit und frei von Fixierung auf den anderen, die andere Person, das Objekt. Zum Beispiel bei Freigebigkeit, ich gebe dir etwas und dieses Ich gebe dir, da bin ich das Subjekt, ist die erste Fixierung, dass ich meine wirklich zu existieren. Dass ich meine, dass die andere Person wirklich existieren möchte, ist die zweite Fixierung. Und die dritte Fixierung ist, dass die Handlung existiert. Das ist das, was dir vielleicht gefehlt hat in der Erinnerung. Die Handlung wird auch noch vergegenständlicht und dann spricht man von dem Akt der Freigebigkeit und bildet sich was drauf ein. Das nennt man die dreifache Fixierung. Das ist beim Lieben genauso. Ich liebe dich und dann denkt man, die Liebe, das Lieben gäbe es als etwas. Und so findet ganz natürlicherweise durch die Fixierung von Ich auf Ich und Du findet auch das, was zwischen den beiden stattfindet, erlebt auch eine Vergegenständlichung. Und wenn man im tibetischen Buddhismus sagt, die Paramitas frei von der dreifachen Fixierung zu praktizieren, bedeutet das, mit einem ganz offenen Geist mittelpunktsloses Gewahrsein, in dem gar nicht vom Ich heraus, so aus dem Ich heraus gehandelt wird, ohne den anderen als einen jemand Konkreten zu vergegenständigen, auch da sich gewahr zu sein, dass das ein Prozess ist, genauso wie das vermeintliche Ich Prozess ist. Und Handeln ist ein dynamisches Geschehen, was von Anfang, Mitte, Ende eine ständige Entwicklung hat. Wann beginnt eigentlich die Handlung der Freigebigkeit? Vielleicht schon mit der Intention? Der Intention, jemandem etwas zu schenken, etwas zu geben oder da zu sein, jemanden zu unterstützen? Oder beginnt sie noch vorher mit all den Mustern, die oder den Prägungen, die uns diese Motivation, diese Intention entwickeln lassen? Also auch die Handlung ist eigentlich anfangsloses gestaltet werden, drückt sich dann aus und Anfang einer freigebigen Handlung, Mitte, Ende sind Prozess, die können sehr anders sein. Es kann sein, dass der Prozess einer mitführenden Handlung, ich gebe einem Bettler auf der Straße, ich gebe dem etwas Geld. Kann sein, dass ich zu Anfang so ganz im Fluss bin und einfach gebe und zum Schluss kommt noch mal so ein bisschen Hochmut, so ein bisschen Arroganz rein und dann ist das Ende der Handlung ganz anders als Anfang und Mitte der Handlung. Man kann nicht von einer Handlung sprechen. Das ist, was damit gemeint ist, auch da die Fixierung rauszunehmen und zu sehen, dass Handelnder
Bezugsperson und Handlung alle drei Prozess sind. Nicht fassbar. Keine Substanz haben. Das leuchtet jetzt dem Intellekt natürlich sofort ein, aber in diesem Gewahrsein zu sein, das bedeutet, in so einem ganz offenen, nicht fixierenden Sein zu sein, in dem das Handeln passiert, in dem man könnte fast sagen, wie absichtslos handelt. Und das ist die offenste Form des Seins und des Handelns. Wenn es in der Liebe so ist, dass Lieben einfach passiert, ohne diese Fixierung auf Ich und Du. Wir wissen alle, das ist die schönste Form des Lebens. Das ist da, wo unser Herz eigentlich erwacht. Also das ist so der Schlüssel für alle Parameters, inklusive Mitgefühl und Liebe und Dankbarkeit. Immer wenn sie frei sind von der dreifachen Fixierung, dann ist es eine Handlung, die wirklich zum Erwachen beiträgt. Das können wir uns so als Richtlinie behalten. Und immer wenn mehr oder weniger Fixierung dabei ist, dann ist es halt auch so, dass je mehr Fixierung, desto weniger trägt die Handlung zum Erwachen bei. Und je weniger Fixierung, desto stärker trägt sie bei. Ist klar, ne? Eine freigebige Handlung, wo der Vater dem Sohnemann den Führerschein verspricht für, was weiß ich, wenn er das Abitur mit Auszeichnung besteht, das ist eine solch, ja, ob das jetzt noch zum Erwachen beiträgt als Freigebehandlung, das ist eher so eine etwas manipulierende Erziehungsmaßnahme und fällt, glaube ich, nicht mehr unter Praxis von Parameters. Versteht ihr? Das ist so wirklich das Ausmaß des Eigeninteresses und inwieweit man noch dabei ist, den anderen manipulieren zu wollen, in irgendeine Richtung drängen zu wollen. All das spielt eine Rolle, ob es wirklich zum Erwachen oder nicht beiträgt. Okay, das machen wir mit dem neuen Vers 31 weiter. Ja, das schließt sich ja ganz gut an. Wenn wir nicht untersuchen, wo wir uns selbst täuschen, mögen wir dem Anschein nach Dharma-Praktizierende sein, handeln aber im Widerspruch zum Dharma. Aus diesem Grund unablässig unsere Selbsttäuschung zu untersuchen und aufzugeben, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Wenn ich jetzt so in mich selbst hineindenke, hineinspüre, geht euch das auch so, dass man recht schnell Bereiche findet, in denen man sich vielleicht noch etwas vormacht? Das ist gemeint, dem Faden zu folgen. Und das ist ganz aufrichtige Kontemplation. Also hineinzufühlen, hineinzuspüren, wo wir uns selbst, wir können ja allen anderen was vormachen, okay, aber uns selbst, da sollte die Ehrlichkeit einsetzen, weil sonst denken wir wirklich, wir wären so großartige Dharma-Praktizierende, aber wenn ich so schaue, wie ich zum Beispiel heute Morgen meditiert habe, ja, ich war um 6 Uhr in der Gruppe und habe sogar die Meditation angeleitet, aber wo mein Geist war, der war schon wieder auf dem Bau. Ja, der war dabei, die Tagesplanung zu machen. Und dann gab es auch mal Momente, wo er sich geöffnet hat und entspannt hat. Das ist gemeint mit so frei von Selbsttäuschung, wirklich hinzuschauen. Frage Mitgefühl. Wie steht's eigentlich? Wie ist es eigentlich wie mit meinem Mitfühlen? So. Und dann mit mir selber aufrichtig zu sein, ohne zu strafen, ohne Schuldgefühle, einfach aufrichtig. Wenn wir aufrichtig mit uns umgehen, dann können wir Wege finden, die Situation so ein bisschen zu lenken, ein bisschen zu gestalten. Aber wenn wir es nicht wahrhaben wollen, werden wir auch nie ein Heilmittel finden. Wir werden nie den Weg daraus finden müssen. Deswegen frei zu sein von Selbsttäuschung und sie unablässig zu untersuchen und dann aufzugeben, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Kindererziehung. Wie wohlwollend bin ich meinen Kindern gegenüber wirklich? Meinen Eltern gegenüber? Meinem Partner, meiner Partnerin?
Was bewegt mich jetzt gerade wirklich, diesen Satz zu sagen? Was ist es wirklich, was mich bewegt, diese Bemerkung zu machen? Also, ja, so. Immer in den, sich selber den Spiegel vorhalten, selber, wir wissen das. Es gibt im Lojong, in dieser Praxis des 7-Punkte-Geistestrainings, gibt es einen Spruch, der heißt, verlasse dich immer auf den wichtigeren der beiden Zeugen. Die beiden Zeugen, das sind andere und ich selbst. Die anderen mögen denken, boah, der Tillmann, das muss ein Dharma-Praktizierender sein. Und was für ein guter Lehrer. Und so. Wenn ich mich auf die Zeugen, den Zeugen verlasse, stehe ich ganz gut da. Ne? Aber selbst wenn die mich kritisieren würden, der eigentliche Zeuge, der zählt, ist die Selbstbetrachtung, die Selbstbeobachtung. Ne? Wie steht's wirklich? Ganz aufrichtig. Schau mal nach innen. Wie steht's wirklich mit dir? Wo bist du mit deinem Geist, mit deiner Praxis? Ist dein Herz offen? Ist es geschlossen? Ja, wie ist das? Wie ist es wirklich? Das ist der wichtigere der beiden Zeugen. Ein aufrichtiger Blick nach innen ist enthüllender und klarer als irgendeine Zeugenbotschaft von außen. Und das geht in beide Richtungen. Andere mögen uns kritisieren und wir schauen nach innen und wir wissen, nein, Irrtum. Kann ich nicht finden. Ist nicht da. Oder andere loben uns und auch da kann ich sagen, Irrtum. Kann ich nicht finden. Oder ich kann es bestätigen. Aber der wichtigere der Zeugen ist wirklich diese, ja, das ist eine, ein Blick nach innen, die Schau nach innen. Vielleicht habt ihr das im Buch Herzensunterweisung von Gen Rinpoche schon gelesen. Das ist so eine alte buddhistische Weisheit, die er häufiger erwähnt hat. Das sechste Auge, dritte Auge, ich bin schon beim sechsten Sinn, das dritte Auge. Das dritte Auge, das sogenannte Weisheitsauge, hat man oft gefragt. Die Tibeter sind doch berühmt dafür, dass sie das Weisheitsauge entwickeln können. Sagte, das Weisheitsauge, das schaut nach innen. Das sieht die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten. Das ist das Weisheitsauge. Es ist kein Auge, was nach außen schaut. Das ist genau der Sinn dieses Spruches. 32. Sprechen wir unter dem Einfluss von Emotionen über die Fehler anderer Bodhisattvas, so verdirbt und schadet uns das Selbst. Nicht über die Fehler von all jenen zu reden, die ins große Fahrzeug eingetreten sind, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Das braucht Erklärung. Das kann auch eine Falle sein. Das kann einen so mundtot machen, was Kritik angeht, wenn man es falsch versteht. Gehen wir mal Satz für Satz durch, weil es steht eigentlich alles da. Unter dem Einfluss von Emotionen, also hier von Belastenden, von unter dem Einfluss von Störgefühlen, über die Fehler anderer zu sprechen, ist klar, dann geben wir unseren eigenen Saft dazu. Ne? Wir sind wahrscheinlich ärgerlich, vielleicht sind wir auch eifersüchtig, neidisch, vielleicht ist es unser Stolz, der uns sprechen lässt. Diese Motivationen werden unsere ansonsten vielleicht sogar berechtigte Kritik färben und lassen sie wenig konstruktiv sein. Es wird hier nicht in Frage gestellt, dass Bodhisattvas, also Menschen, die sich ganz, ganz herzig für das Wohl anderer einsetzen, dass die Fehler haben können. Das wird nicht bezweifelt. Wenn wir sie ansprechen, ist es gut, vorher einen Prozess der Klärung mit uns selbst durchzumachen, sodass wir die Fehler ansprechen können, ohne unter dem Einfluss von Störgefühlen zu sein. Das wäre das Ideal, was hier vertreten wird. Konstruktive Kritik, ja, aber direkt an die betroffene Person, nicht bei Dritten. Das ist nämlich über die Fehler anderer zu sprechen. Das ist eigentlich hier gemeint, dass man zu Dritten darüber spricht.
Also direkt und möglichst ohne Störgefühle. Und wenn das nicht geht, ich kann das ja auch nicht immer, da können wir ja zumindest sagen, und zwar immer im direkten Austausch, boah, ich habe da ganz schön Ärger gehabt gestern Abend und so, das hat mir fast die Nacht gekostet. Ja, ich habe lange gebraucht, um da durchzukommen, bin auch heute noch nicht ganz frei, aber ich möchte das sagen, so. Das hat mir zu schaffen gemacht, die Bemerkung von dir oder das Verhalten von dir so. Dann kann man das auch so machen. Das ist direkt, das ist im Eingestehen des eigenen emotionalen Filters und stellt eine Möglichkeit dar, trotzdem konstruktiv in der Welt zu sein. Also ganz frei von emotionalen Schleiern. Ich glaube, das sind wir relativ selten, selbst wenn wir schon einen ziemlichen Prozess dadurch gemacht haben. So. Manchmal schaffen wir das, ganz frei zu sein, und dann ist es oft so, dass sich das erübrigt, darüber zu sprechen. Dann ist es oft kein Thema mehr. Und wenn es dann noch ein Thema ist, dann wissen wir auch, dass tatsächlich, nee, ich muss das jetzt ansprechen. Das mache ich jetzt. Das bin ich mir und dem anderen schuldig. Das ist dann Freundschaftsdienst auch, das anzusprechen. Wenn ich merke, dass da müsste vielleicht etwas angeschaut oder korrigiert werden, das bin ich fast jemandem schuldig, der sich für andere einsetzt. Also ein Bodhisattva ist jemand, der sich ganz und gar für andere einsetzt und der all diese Verse hier, die wir gerade durchgehen, eigentlich beherzigt und umsetzt. Und so jemand braucht Unterstützung, und es ist gut, da im direkten Austausch, man macht das eigentlich eher zu zweit, wenn jemand anders zuhört, da die Rückmeldung zu geben. Wenn wir das voller Emotion tun, jemanden kritisieren, jemandem so eine ganze Breitseite rüberschießen, der eigentlich für das Wohl der Wesen aktiv ist, so verdirbt und schadet uns das selbst. Weil es verdirbt uns, weil auf die eine oder andere Art der Stolz durchkommt. Im Ärger, in der Wut, in der Eifersucht, im Neid, ist verletzter Stolz, ist Hochmut, und das sind diese Mischung, die tut uns nicht gut. Das verdirbt uns unsere Praxis, und wir können unsere Praxis erstmal stärken dadurch, dass wir das viele Positive von jemandem, der sich ganz herzlich für das Wohl anderer einsetzt, erstmal das in unserem Geist kultivieren. Das gehört als erstes gewürdigt. Das hilft uns, das ist Mitfreude, es entwickelt Mitfreude. Wenn es dann noch etwas zu kritisieren gibt, dann können wir das sehr entspannt kommunizieren. Und es schadet uns selbst, weil, stellt euch vor, wir sprechen negativ über andere, die etwas Gutes vorhaben. Sagen wir mal, wir haben von der Initiative gehört, in unserem Stadtviertel, und jemand engagiert sich eigentlich wirklich für einen guten Zweck, und wir reden negativ und so. Eigentlich fällt es auf uns selbst zurück. Nicht nur verderben wir dem seine Aktivität, sondern es ist auch für unser eigenes Wirken und Ansehen und so, merkt man, oh, der spricht so herablassend oder so kritisch über andere. Ich halte mal lieber ein bisschen Distanz von dem. So verhalten sich dann andere. Und wir sind dann selber als Bodhisattvas immer weniger in der Lage zu helfen, weil wir eine viel zu kritische Haltung anderen gegenüber haben und meinen, alles besser zu wissen. Und Besserwisser sind in der Welt gar nicht gefragt. Das schadet unserer eigenen Bodhisattva-Aktivität. Deswegen eher unterstützen, oder, das ist jetzt auch die asiatische Variante, die würden sagen, gar nichts sagen. Wenn ich zu einem tibetischen Lehrer gehe, oder ich habe also andere Länder, ich kenne wohl auch Lehrer aus Burma und Thailand und so. Und eigentlich ist das Verhalten sehr ähnlich. Wenn ich wissen will, was ein Lehrer von einem anderen Dharma-Lehrer zum Beispiel denkt, was man ja manchmal wissen möchte, weil vielleicht interessiert es uns, einen Kurs dort zu machen, dann kommt es entweder vor, ja, das ist ganz viel Gutes gehört, geh dahin, das ist wunderbar, oder man hört fast nichts, der Lehrer schweigt sozusagen und sagt gar nichts. Und dann muss man das auch lesen lernen. Ja, dieses Nichtssagen ist eigentlich auch viel sagend.
Das ist so eine, das wäre so die Variante, die Asiaten bevorzugen würden. Und wenn wir es anders machen, wenn uns jemand fragt, was hältst du von dieser anderen Person? Und wir wissen, da gibt's echt was Wesentliches zu kritisieren, dann müssten wir eigentlich selber in uns schauen, na, kann ich das jetzt zum Ausdruck bringen ohne Störgefühle? Kann ich das rüberbringen mit dem notwendigen Vorbehalt? Also was ich erlebt habe, war so und so. Natürlich ist das nicht aussagekräftig für alles, aber wenn du mich schon fragst, das ist es, was ich persönlich erlebt und gesehen habe. So kann man das dann vielleicht sagen, aber man redet nicht schlecht. Weil oft ist das, dann schafft man Zweifel und das bezieht sich auf einen kleinen Ausschnitt von einer Person und ganz viel Gutes wird aber gleichzeitig mit in Zweifel gezogen. Da muss man also sehr aufpassen. Das ist ja das, was die Politik so furchtbar verleitet, nicht? Das ist also seltenst gut über Menschen gesprochen wird, die sich eigentlich ursprünglich mal alle einsetzen wollten. Und dann verderben sie. Man kann ihnen richtig zuschauen. 10 Jahre Politik und sie sind verdorben. Ja, so. Kann man richtig miterleben. Enthusiastisch gestartet und dann, ne, und die Ausnahmen sind unglaublich selten. Und schaut auch mal unter Sozialarbeitern, schaut unter Therapeuten, schaut. Und da merkt man, wie angenehm das ist, was für eine Wohltat das ist, wenn jemand da, wo es etwas Wohltuend zu sagen gibt, das auch tut und mit der Kritik absolut Maß hält und das auf das beschränkt, was man persönlich erlebt hat. Okay, das ist eigentlich der Sinn von Vers 32. Eine unglaublich wichtige Instruktion. Das meiste von unserem negativen Karma, also von Handlungen, die Leid mit sich bringen, um es im Klartext zu sagen, das erzeugen wir durch die Sprache. Der Großteil von Karma wird über die Sprache erzeugt. Damit verbringen wir den größten Teil des Tages. Unsere physischen Handlungen sind relativ neutral. Es ist selten, dass wir jemanden körperlich schlecht behandeln. Und auch die helfenden Handlungen körperlich sind eher weniger, aber kommunizieren tun wir die ganze Zeit. Und da müssen wir ganz besonders aufpassen. Jetzt gehe ich mal zu Vers 33. Nachher ist noch Zeit für Fragen. Wegen Besitz und Ansehen wird miteinander gestritten. Und die Praxis des Hörens, Kontemplierens und Meditierens nimmt ab. Aus diesem Grund, das Haften am Zusammenleben mit Familie, Freunden und Förderern aufzugeben, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Das ist auch kommentarwürdig. Der Punkt bei dem Vers ist, gib ungute Bedingungen für die Praxis auf. Das ist der Punkt. Und wie dieser Punkt jetzt noch weiter ausgeführt wird, ist Orte, Gruppen von Menschen, in denen es um Materielles geht, also um Besitz, um Profitmaximierung, ums Erbe und so weiter, wo es um Ansehen, Ruhm, erster Platz und so weiter, um Rangordnung geht, das tut der Praxis nicht gut. Da wird unglaublich viel Energie verpufft. Man streitet untereinander und man streitet mit anderen. Mit Streiten ist auch unser Wettstreiten gemeint, aber es ist auch das ständige Querele, weil immer enorm starke Ich-Bezogenheit eine Rolle spielt. Wenn jemand wirklich erwachen möchte, wenn jemand wirklich frei werden möchte von Ich-Bezogenheit, dann sucht diese Person in der Phase der Schulung nicht die Gemeinschaft von Leuten, die diese ich-bezogenen Muster noch verstärken. Das muss man sich klar machen. Man geht in die Gemeinschaft von allen Menschen, wenn man stark genug ist, in dieser offenen Geisteshaltung zu bleiben. Dann ja. Dann können wir wieder mit allem arbeiten, mit allen Situationen.
dann werden wir nicht hineingezogen in die Muster. Wenn wir aber keine innere Stabilität haben, dann gehen wir besser auf Abstand mit Freunden, Familienmitgliedern oder beruflichen Bekannten, die diese Muster des Streitens und so weiter ständig in uns ankurbeln. Das ist eine ziemlich klare Botschaft. Und das hat dazu geführt, dass Yogis ganz oft für eine längere Zeit, also für einige Jahre, bis sie stabil werden, in eine, sich etwas zurückziehen aus den normalen Bedingungen. Das war ja zum Beispiel auch mein Fall. Der Einfluss meiner Eltern war so, dass es um Ansehen und Besitz ging, um Verdienen, um gut dastehen in der Welt. Es ging um das, was man die weltlichen Dhammas nennt. Toller Arzt werden, Klinik aufbauen, Ansehen, Ruhm, bekannt werden, ja, und so weiter. Immer wenn es ums Bekanntwerden, Berühmtheit. Da war die Energie, da kam die Unterstützung. Wenn ich auch später als Dharma-Lehrer, als sie dann hörten, dass ich im Fernsehen kam und so, ja, das. Und genau da muss man dann aufpassen und sagen, nee, das tut gar nicht gut. Auf der Schiene zu fahren, da ist, es gibt nur Unterstützung. Und dann, wenn man es noch nicht wirklich auflösen kann in sich selbst, dann tut es gut, sich daraus zurückzuziehen. Es sei denn, man kann es wirklich aus Mitgefühl machen. Wenn wir bei Freunden bleiben, bei unseren Familienmitgliedern kümmern und das wirklich aus Mitgefühl tun und das unsere Praxis ist, dann ist es gut, dabei zu bleiben. Das ist dann fein. Und wenn wir genug Weisheit haben, um zu merken, nee, was die uns da immer wieder so als Lockmittel vorsetzen, das tut nicht gut. Lockmittel Geld zum Beispiel. Ah, wenn du wieder normal wirst, also so bei mir war das, wenn du wieder aus Frankreich zurückkommst und kein Mönch mehr bist, dann kannst du auch etwas Geld von uns bekommen, oder? Ja, so. Nee, geht nicht. So, aber in vielen Familien funktioniert das so. Ihr kennt es selber, ihr wisst, wie das so ist. Und das ist, da geht es um Besitz und Ansehen und dass die Kinder groß rauskommen und dass die Eltern stolz sein können. Aber das ist wieder nur eine Form von Selbstbewusstsein. Es geht nicht um das Glück und das Erwachen der Kinder. Es geht nicht darum, ob sie wirklich sich selbst in ihr Potenzial freisetzen können. Das sind andere Motivationen. Das sind weltliche Motivationen. Ja, also deswegen hier dieser krasse Hinweis, sich aus dem Haften am Zusammenleben herauszuziehen. Das legt den Finger auf etwas in uns, dass wir nämlich große Mühe haben, uns zu lösen aus den familiären Bezügen und aus freundschaftlichen Bezügen, die uns eigentlich gar nicht gut tun. Also zum Beispiel Männerfreundschaft, wo ständig zu viel getrunken wird. Aber man kennt sich seit der Schulzeit. Aber jedes Mal, wenn man zusammen ist. Es fällt so schwer, sich daraus zu lösen. Es tut aber einfach nicht gut. Und ganz zu schweigen von den Gesprächen, die da geführt werden. Aber hier das Herz. Wir möchten ja mit unseren alten Freunden den Kontakt halten. Da braucht es eine große innere Reife und Selbstständigkeit, um den Schritt gehen zu können, das zu lassen. Wer authentisch seinen Weg geht, wird oft erfahren, dass 90% des alten Freundes- und Bekanntenkreises verloren gehen. So. Einige wenige oder vielleicht eine Person wird bleiben. Wenige, aber die sind es wert. Die sehen tiefer, die merken, mein Freund, meine Freundin tut wirklich das, was ihr ins Herz geschrieben ist. So. Und so, das sind die echten Freunde. Die anderen, das ist Zeitvertreib. Dass wir vertreiben miteinander unsere Zeit und stützen uns in den gewohnten Mustern. Und dieses Haften am Zusammenleben, am Zusammensein, das ist ganz schwer aufzugeben. Partner, Partnerin, es stimmt schon so lange nicht. Und eigentlich müsste man schon längst auseinandergehen. Aber ich möchte nicht alleine leben. So zum Beispiel diese, ich habe Angst davor. Ich möchte nicht, wie wird das sein, allein zu sein? Aber wenn ich es nicht tue, kann die nächste Tür nicht aufgehen. Weil wenn ich nicht in meine Kraft gehe, meine Authentizität,
kann die nächste Situation sich nicht ergeben, weil ich immer noch gefangen bin in dem, was schon gar nicht mehr zu mir passt. Deswegen der Rat hier aus dem 12., was war das 12., nee, Tokmesangpo ist, ja, ungefähr 13. Jahrhundert oder so. Der Rat, mal so in Tibet, wenigstens das Tal zu wechseln. Das ist so, wie wenn man aus dem Kandertal, dabei Kandersteg rüber ins Wallis zieht oder so. Ja, so, das ist schon mal ausreichende Entfernung. Das ist zu Fuß mehr als eine Tagesstrecke und so, da kann man schon mal atmen und was Neues anfangen. Verletzende Worte wühlen den Geist an. Oh, ich muss nochmal zurück. Ich habe da noch ein Wort entdeckt mit den Förderern. Das ist jetzt für die Yogis. Die Förderer, das sind die Retreat-Sponsoren. Ja? Das sind die Geldgeber. Und Geldgeber, die in einem Praktizierenden, einem Dharma-Praktizierenden, wie soll man sagen, die einem Honig um den Mund schmieren. Ja, so die einem, ja, die den Stolz aufbauen oder die sagen, ja, wenn du das und das tust oder praktizierst und machst, dann kann ich dich noch mehr unterstützen oder so. Lassen, gibt's alles. Die echten Spender, also wir haben zum Beispiel damals unser Kloster mit Hilfe eines großen Spenders gebaut, ein enger Schüler von Gyanen Rinpoche, und der hat gesagt, hier sind die Millionen, ich bezahle das Projekt, Kloster und Tempel, ich bezahle die Mauern und ich will nicht mitreden, wie er es macht. Hier ist es und es ist gegeben. So, ja, selbst eine Riesensumme ohne Mitspracherecht. Und wenn man so genau hinguckt, wie sich, egal ob tibetische Rinpoches, Zen-Roshis oder burmesische, thailändische Dharma-Meister, wie die oft die Sponsoren umwerben und wie sie plötzlich Zeit haben und unglaublich viel Zeit, während andere kein Interview kriegen und so, da merkt man so die Extrabehandlung. Und genau das ist hier gemeint, das auch zu lassen. Keine Extrabehandlung. Nichts Besonderes. Einfach, wer geben will, gibt, weil der Zweck einem gefällt, weil das ist, was man unterstützen möchte, aber keine Extrabehandlung. Ja, keine Sponsoren essen. So. Ja? Das ist richtig, das geht richtig zur Sache. Also wenn da, stellt euch vor, man ist ja abhängig von denen. Und es geht hier darum, sich lösen zu können aus allen Abhängigkeitsbeziehungen. All die Beziehungen, die einen unfrei machen, weil genau das würde bewirken, dass man nicht ins Erwachen findet, dass man gebremst ist auf dem Weg, und zwar heftig. Wer sich nicht aus seiner Mutter-Vater-Abhängigkeit gelöst hat, kann nicht erwachen. Geht nicht. Habe ich gesehen, viele Male. Wer sich daraus löst, macht in der Meditation schnelle Fortschritte. Und genauso geht es. Wer sich nicht aus den weltlichen Dharmas löst, was Förderer, Sponsoren und so angeht, der kreist weiter immer in denselben Mustern. Kann man beobachten. Und wer sich davon frei macht, sieht man, der Geist ist wirklich frei. Man kann in die Tiefe hineingehen, ohne dass man überall noch Verbindungen hat, die man pflegen muss und darum kümmern an dieses und jenes. Das ist ein Rat für Menschen, die wirklich frei werden wollen. Es tut mir leid, dass das so intensiv ist. Also es kann sein, dass es einigen von euch ein bisschen drastisch vorkommt. Aber das sind Hinweise für welche, die echte, freie, erwachte Bodhisattvas sein wollen, werden wollen. Das beschreibt die Bedingungen der Praxis. Und jetzt gehen wir, ja, jetzt sind wir gegen Schluss, gegen Ende. Wir haben die Essenz schon gehört, was die eigentliche Praxis ist, die Mitgefühlspraxis. Und jetzt geht es darum, die Hindernisse auszuräumen, die verhindern können, dass wir ganz in unsere Praxis hineinfinden. Jetzt gibt es noch so ein paar abschließende Hinweise. Ja, ich wollte jetzt noch den 34. nehmen und dann wäre Zeit für die ersten paar Fragen. Verletzende Worte wühlen den Geist anderer auf.
Und unser Bodhisattva-Verhalten nimmt Schaden. Ja, das muss ich noch ein bisschen besser übersetzen. Ich habe da Bodhisattva-Verhalten, das stimmt schon auch, aber der tibetische Text sagt, unsere Aktivität, kann man auch mit Verhalten übersetzen, als Söhne und Töchter der Siegreichen nimmt Schaden. Das ist ein anderes Wort für Bodhisattvas. Es geht hier darum, dass die Aktivität Schaden nimmt, mehr als das Verhalten. Das könnt ihr euch vielleicht da reinschreiben. Aus diesem Grund verletzende Rede, die andere nicht erfreut, aufzugeben, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Eigentlich alles klar, oder? Verletzende Worte bewirken das Gegenteil von dem, was wir wollen. Eigentlich möchten wir Frieden in die Welt bringen. Eigentlich möchten wir, dass der Geist anderer sich öffnet. Das ist unser Wunsch als Bodhisattvas, als mitfühlende Dharma-Praktizierende. Das ist unser Wunsch. Wenn wir dann verletzende Worte sprechen, also dem anderen so einen reindrücken oder krass verletzend, beleidigend sprechen, dann schaffen wir genau das Gegenteil von dem, was eigentlich unser Anliegen ist. Und unsere Bodhisattva-Aktivität kann sich dann überhaupt nicht mehr entfalten. Also mit der Person, die ich da verletzt habe, ist es vorbei normalerweise. Das braucht erst wieder. Das braucht eine Aussprache, das braucht Heilung. Erst dann kann es überhaupt weitergehen. Verletzende Worte können das Ende einer langen Beziehung sein. Abrupt. Die können so tief gehen, dass man danach gar nicht mehr zusammenfindet. Genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich möchten. Deswegen ist es gut, wenn da so Impulse kommen, verletzend zu reagieren, dass man sich da ganz arg zügelt. Kommt nichts Gutes davon, gar nichts. Kann man nie empfehlen, also verletzende Worte ist nicht etwas, was irgendein Therapeut je empfehlen würde, so im Stil die Emotionen ausleben. Nein, verletzende Worte nicht. Nein, das ist nicht die Art, wie man Emotionen nach außen bringt. Der Schaden ist viel zu groß für sich und für andere. Ja, mehr wüsste ich dazu nicht zu sagen. Jetzt könntet ihr zu diesen vier letzten Versen, natürlich auch gern zu Vers 30, könntet ihr gern erstmal ein paar Fragen stellen. Da ist euch vielleicht was aufgefallen. Oder ein Gedankengang, den ihr gerne weiterverfolgen möchtet. Das mit dem Verletzen. Ich finde das insofern manchmal schwierig, weil manchmal ist direkt etwas sagen für jemanden verletzend, was ich vielleicht im Moment, wo ich sage, nicht realisiere. Ja, das ist so eine Grauzone. Manchmal verletzen wir andere, ohne es zu merken und ohne es zu beabsichtigen. Weil ich vielleicht zu direkt manchmal Äußerungen mache. Ja, das geht mir auch so. Ich kann nur sagen, dass ich lerne, meine Antennen etwas mehr, immer mehr auszufahren in die Richtung, was andere verletzen könnte. Es kommt manchmal, so wenn ich so schnell zum Beispiel Fragen beantworte bei so einem Vortrag oder so, dass ich bei irgendeinem Menschen irgendwie bisschen was sage, was ein bisschen verletzend wirkt. Das kann man mit mehr Achtsamkeit kann man das schon auch noch mehr verhindern. Ja, das geht. Man ist ja nicht beabsichtigt. Ja, aber es geht auch für mich in die Richtung, dass Ehrlichkeit manchmal auch verletzend. Ja, vielleicht. Also klar, wir tun unser Möglichstes, dass die ehrlichen Aussagen, die wir machen, nicht verletzend sind. Und ich glaube auch, nicht Ehrlichkeit um jeden Preis. Das war früher einer meiner Fehler, dass ich meinte, bloß weil das meine ehrliche Meinung ist oder so, müsste ich das sagen. Muss ich ja gar nicht. Das Mitgefühl kann mich dazu bewegen, Mitgefühl und Weisheit können mich dazu bewegen,
auch einfach mal still zu sein. Eine Frage zu Vers 33. Und zwar mit dem Loslassen von Freunden, Familie. Mhm. Was macht man, wenn man das Gefühl hat, es ist eine klare Subjekt-Objekt-Handlung und so weiter, gibt es alles nicht, aber in mir kommt dann teilweise das Gefühl, dass ich dann jemanden verletze, wenn ich den loslasse. Ja. Das glaube ich. Und das ist auch unvermeidbar. Weil die haften auch an uns. Nicht nur wir halten fest, auch die halten fest. Und da ist es wichtig, unter Abwägung von Schaden und Nutzen die Entscheidung zu treffen, die passt. Ich habe meine Eltern damals verletzt, dadurch, dass ich mit meiner Frau nach Frankreich gegangen bin und dann obendrein noch Mönch und Nonne geworden sind und so. Ja, das ist. Das war für die hart. Ich glaube, das muss jeder selber abwägen, was da passt. Manchmal spielt das Alter auch noch eine Rolle, wenn noch, muss man gucken, wie belastbar die Personen sind. Für mich habe ich dann teilweise das Gefühl, das ist von mir so egoistisch. Genau, da müssen wir uns gut prüfen, dass das nicht einfach egoistisch ist. Dass die Motivation wirklich stimmt. Und auch nur dann können wir das Leben ohne Schuldgefühle zu kriegen. Wenn wir da einem Egoismus aufsitzen, dann würden wir das, wenn wir dann mal so ehrlich sind, uns in den Spiegel zu betrachten, dann würden wir das sehr schnell sehen. Also ehrliche Prüfung. Ein großer tibetischer Meister sagte mal erstmal zu unser aller Erstaunen, es ist gar nicht möglich, in der Welt zu sein, ohne anderen zu schaden und ohne sie zu verletzen. Das geht gar nicht. Selbst für einen großen Bodhisattva ist es ein Ding der Unmöglichkeit, in der Welt zu sein, ohne irgendjemandem zu schaden, irgendjemanden zu verletzen. Oder verletzte Gefühle auszulösen und so weiter. Das ist, ich habe dann auch, die anderen auch, wir haben drüber nachgedacht, mit ihm gesprochen, ja, sagt er. Das weißt du gar nicht. Manchmal, also erstmal schon äußerlich, wir zertreten ständig Insekten, wenn wir laufen, ohne es zu merken. Irgendwo. Unsere Nahrung wird hergestellt und Millionen von Insekten gehen drauf, bei Getreide, Ernte und so weiter. Aber davon ganz zu schweigen, allein durch Nichtbeachtung, dass du jemandem keinen Blick schenkst oder keine Zeit hattest, auf die Person einzugehen und verletzte Gefühle entstehen so leicht. Das haben wir nicht in der Kontrolle. Und da müssen wir dann wissen, okay, worum geht es eigentlich? Es geht darum, nicht bewusst zu verletzen. Und das zu tun, das zu leben, was wirklich zum Erwachen beiträgt. Und immer da, wo wir merken, dass wir jemanden verletzt haben, dass wir vom Herzen her sagen, wie es für uns ist. Also vermutlich, dass es nicht die Absicht war, dass es uns leid tut, dass wir versuchen werden, nicht wieder so zu handeln, wenn wir es vermeiden. So, ja? Also, das hat auf mich eigentlich sehr entlastend gewirkt, weil ich weiß, dass es genauso ist. Inzwischen weiß ich, trotz bester Motivation, geht nicht. Ich habe doch gerade vor 2-3 Tagen von jemandem gehört, der im grünen Baum mit dabei war, dass er die ersten Tage das Gefühl hatte, ich habe überhaupt keine Zeit für ihn, kann überhaupt nicht, ja, ich wäre als wie immer, wenn er mich anspricht, dann ist wie alles andere wichtig, nur nicht das, was er sagt und so. Und irgendwann kam der Zeit, dass wir endlich miteinander sprechen konnten und dann konnte sich das auflösen. Es war toll, dass er mir das gesagt hat und da merkte ich, oh, guck mal, was da gelaufen ist. Ich habe nichts gemerkt davon, war nur beschäftigt mit dem, was zu tun war, aber jemand anders erlebt das so. Andere Passagen, ja. Ich hänge noch ein bisschen an deinen Ausführungen zum 30. Vers. Teil von der Fixierung und dein Wort vom mittelpunktlosen Gewahrsein. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Ich habe verstanden, so dass die drei von der Fixierung.
Fixierung geht von einem Ich aus, von einem Gegenüber. Das zweite ist von einer Handlung, die das dritte darstellt. Wenn ich diese dreifache Fixierung mal bei mir alleine lasse, das gibt ja einen jetzt, der hier spricht, auch, ja, einen, der irgendwas erwartet. Ja, also einer, von dem ich hoffe, zu dem zu werden, der vielleicht etwas wissen kann, ja, der etwas hineinwachsen kann. Und deswegen spricht er. Und da unschlüssig, wo da die Fixierung eigentlich ist, respektive wo überhaupt dann ein Halt da gerade ist, wenn ich das so auf der Zunge zergehen lasse. Mhm. Ja, merke aber, dass in dem drinnen, irgendwie wie kein, das ist so, dass ich nicht geben kann, ein Mittelpunkt, wo das gewahr sein. Es braucht irgendwo einen, der Halt hat hier, der an dem Rand spricht und der auch das erreichen möchte. Der vielleicht auch meditieren möchte, um etwas zu kultivieren, eine andere Art von Person, von Dasein zu erleben. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Zunächst mal, diese dreifache Fixierung, die ich an einem Beispiel mit dem Außen erläutert habe, kann man tatsächlich auch in sich finden. Ich und meine Emotion und der Ärger und die Gefühle, die ich zu der Emotion zum Beispiel habe, haben wir schon den dreifachen Aspekt. Oder das verwirrte Ich, das Dharma-Ich, das praktizieren möchte und die Handlungen, die daraus resultieren, die für wichtig gehalten werden. Also intrapsychisch sind auch die drei Fixierungen ohne Beteiligung anderer zu finden. Und dann hast du so einfach mal gerade gesagt, dass das gar nicht anders ginge. Und da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Doch, es geht anders. Und das ist genau der Dharma-Weg. Und zwar beginnen wir mit dem, was du sagst, mit dieser Motivation von demjenigen, der erwachen möchte. Lama Gendun nannte das einfach mal so salopp das Dharma-Ich. Ja? Wir nennen das den Piloten oder ja, diese Weisheitskraft, die übernimmt die Führung und hat manchmal Kämpfe auszufechten mit den anderen, dem anderen Ich, so, den anderen Kräften. Und das ist ein dualistischer Prozess. Das ist ein Prozess, in dem die dreifachen Fixierungen aktiv sind. Und wir denken, es würde so weitergehen. Aber je mehr wir damit in heilsame, offene Geisteszustände kommen, desto weniger brauchen wir von den Piloten und desto weniger gibt's Kampf mit den sich widerstrebenden Kräften, bis sich beide vergessen können im Sein. Und das ist das mittelpunktslose Gewahrsein. Tatsächlich ist das die echte Weisheit, Vers 30, das ist Prajna als transzendente Weisheit und das ist dieses mittelpunktslose, zeitlose Gewahrsein. Und dahin kommen wir über all die Bewegungen, die Kräfte, die in Gang gesetzt werden, aus einem dualistischen Gewahrsein, also bis wir nur noch loslassen können, weil weiter kommen wir nicht. Ja, da brauchst du dann Hingabe, Liebe, Mitgefühl, die Kräfte, die uns vergessen lassen. Das ist vielleicht ganz hilfreich, ne, dass wir die dualistischen Muster, also diese dreifache Fixierung, kann man auch einfach dualistische Muster nennen, dass wir die schon auch brauchen, um den Weg zu gehen, also um Entscheidungen zu treffen, um Kraft in eine bestimmte Richtung auszurichten. Zu bewerten. Ja, zu unterscheiden, was tut gut, was nicht. Mhm. Katrin? Nur eine Bemerkung noch zu diesem Vers. Und zwar habe ich in dieser Ausgabe die dreifache Fixierung im Glossar dann gesucht. Und habe es nicht gefunden, weder unter 3 noch unter Fixierung. Jesus Gott, habe ich da einen Fehleintrag gemacht? Reich es mir doch gerade mal rüber. Ja, ich habe es auch stundenlang gesucht. Genau, ist wirklich so, ja. Das habe ich auch unter 3 geguckt. Ja, gib es mal gerade. Und gib mir mal gerade ein Buch, vielleicht finde ich es noch. Ja. Es tut mir furchtbar leid, ich bin für das Buch von A bis Z verantwortlich. Ich habe einfach gesagt, die nächste Ausgabe. Das müsstest du mir dann noch.
das passiert, sowas passiert. Es darf ja gar nicht passieren. Jetzt scheint nicht im Glossar gelandet zu sein, sonst wäre es nämlich hinten im Index auch noch drin. Gut, ihr habt schon gesucht, ich werde jetzt auch nicht weitersuchen. Das war einfach nur, dass ich gucken wollte, ob es im Index ist, weil da gäbe es dann auch Hinweise darauf. Da müsst ihr jetzt euren eigenen Glossareintrag schreiben. Ja, wenn du mir, Katrin, oder du, Daniel, wenn ihr mir eine E-Mail schicken würdet, dass ich mir in meiner Word-Datei den entsprechenden Platzhalter schon reinmache, dann hat es eine Chance, bei der nächsten Auflage reinzukommen. Aber so gut verkauft sich das Buch nicht. Das ist ein noch unentdecktes Juwel. Pause und dann machen wir die letzten Verse.